Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, ich darf Sie sehr herzlich hier bei uns im Wahrhaf-Richards-Museum und der Fondation Corbeau willkommen heißen. Ich begrüße Sie heute aus der Barockabteilung unseres schönen Museums. Für diejenigen von Ihnen, die unser Haus gut kennen, Sie werden wissen, wir haben das Mittelalter mit der wunderbaren Sammlung, wir haben das 19. Jahrhundert von Caspar David Friedrich bis Claude Monet und wir haben als dritte Säule der Sammlung die Barockabteilung. Und hier ist es besonders die niederländische, die flämische und die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts, die den Schwerpunkt unserer Barocksammlung ausmacht. Sie alle kennen die Meisterwerke von Rembrandt und Rubens und heute möchte ich Sie zu einigen anderen Meisterwerken aus unserer Sammlung führen. Wir können nämlich hier in Köln auf eine reiche Sammlung zurückgreifen, die alle Gattungen der flämischen und holländischen Malerei zeigt. Vom Porträt über die Landschaft, vom Stillleben über die Historie bis hin zu den Darstellungen des täglichen Lebens der Genremalerei. Das Wunderbare an der niederländischen Malerei ist ja, und das lässt uns immer wieder als Fachleute und als Museumsbesucherinnen und Besucher staunen, welche handwerkliche Kapazität bei diesen Malern vorhanden war. Jedes dieser Werke ist wunderbar technisch und künstlerisch anzuschauen. Und die Fachmalerei, die sich ausbildete im 17. Jahrhundert, die macht aus der niederländischen Malerei etwas Besonderes. Denn die Maler konzentrierten sich auf ein Sujet, auf ein Thema und über Jahre konnten sie da ihre Fähigkeiten verbessern. Und auch das werden wir heute sehen. Ich begrüße Sie aus einem Saal, der zwischen den großen Räumen mit den Werken von Rembrandt und Rubens liegt, der aber eine Vielzahl von wunderbaren Werken, vor allem der Landschaftskunst, zeigt. Wir haben hier eine besondere Hängung, Sie sehen das hinter mir. Es ist nicht die gewohnte Hängung im Museum mit den Werken, die wir auf einer Perlenschnur aufgereiht sind, sondern es ist eine Hängung in mehreren Reihen, in mehreren Registern. Wir sagen, und Sie werden das auch als Begriff kennen, eine Petersburger Hängung, weil man im 19. Jahrhundert in der berühmten Eremitage in St. Petersburg die Bilder so gehängt hat. Aber die Tradition ist viel älter, denn wir haben im Grunde eine barocke Tradition der Hängung, dass man um ein zentrales Bild herum die anderen Bilder symmetrisch auf einer Wand ausordnete und sie eben im Idealfall vom Boden bis zur Decke wanddeckend aufbaute. Nun, warum hat man das gemacht? Man hat es in den fürstlichen Sammlungen vor allen Dingen gemacht, um den Reichtum der Sammlungen zu zeigen und um damit den Gast zu beeindrucken, der diese ja im Wesentlichen fürstlichen Sammlungen besucht hat. Und dann, wenn man beeindruckt war vom Großen und Ganzen, ging man auf das einzelne Bild zu. Und wir wissen aus Reiseberichten des 17. Jahrhunderts, dass es in den großen Sammlungen immer auch einen Bedienten, häufig einen Hofmaler am Hofe gab, der dann auch Bilder von der Wand nahm und sie dem Gast in die Hand gab, sodass man sie aus der Nähe würdigen könnte. Das können wir natürlich heute nicht tun, aber wir können uns heute den Bildern in besonderer Weise nähern, ihre Details anschauen und ich möchte Ihnen besonders Beispiele der Landschaftsmalerei zeigen, denn die Landschaftskunst ist vielleicht die große Errungenschaft der niederländischen Bildkunst überhaupt. Man entdeckt die Landschaft als bildwürdig, sie ist nicht nur Hintergrund, sie ist nicht nur Kulisse, sie ist nicht nur Rahmen, sondern sie ist eigentliches Thema der Kunst geworden. Das haben die Niederländer des 17. Jahrhunderts geschafft und ich würde Ihnen jetzt gerne zwei solcher Bilder zeigen. Das erste Bild, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ich Ihnen zeigen möchte, sehen Sie gleich hinter mir. Ein wunderbares Landschaftsbild der Jahre um 1620-30 von dem weniger bekannten Maler Martin Rijkaard. Martin Rijkaard ist ein flämischer Maler, hat in Antwerpen gemalt. Wir befinden uns also im Bereich der südlichen Niederlande. Wir denken alle an Peter Paul Rubens und an seine Schule. All das findet in Antwerpen in diesen Jahren statt. Und zahlreiche Kleinmeister, wie eben Martin Rijkaard, sind dort auch tätig. Es ist eine klassische flämische Landschaft, die hier vor uns steht, die ganz in der Tradition des großen Pieter Bruegel des Älteren steht. Den werden Sie alle kennen, nicht zuletzt von seinen wunderbaren Wimmelbildern mit dem Kampf zwischen Fastnacht und Fasten oder den Kinderspielen, die Sie aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien kennen. Aber er hat eben auch großartige Landschaften in den 1550er und 60er Jahren gemalt. Und die Künstler 50, 60, 70 Jahre später, wie Martin Rijkaard, orientieren sich immer noch an diesem flämischen Stil. Woran erkennen wir ihn? Sie sehen, das Bild ist sehr farbstark. Es ist vor allen Dingen aber aufgebaut in einer sogenannten Farbperspektive. Der Vordergrund ist braun und in Gelbtönen gehalten. Dann kommt ein grüner Mittelgrund und ganz in der Ferne die blauen Berge im Dunst, in der Atmosphäre verschummernd. Eine Farbperspektive auf kleinstem Grund, auf dieser Eichenholztafel wird hier diese ganze Landschaft erzählt und Tiefe durch die Farbe erzielt.
Das ist ja keine Landschaft, wie sie Maarten Reickert vor den Toren Antwerpens hat finden können. Es ist eine sogenannte Weltlandschaft, wie wir heute sagen. Es ging dem Künstler darum, wie schon seinem Vorbild Pieter Bruegel, die ganze Welt in ein Bild zu fassen. Sie werden in einem so kleinen Bild wie diesem hier alle Landschaftsformationen finden, die man sich vorstellen kann, von der See über hohe Berge. Sie werden eine Stadt am Fluss oder am Gewässer finden. Sie werden eine Burg finden. Sie werden die arbeitsamen Menschen auf den Feldern und bei der Holzfälle arbeiten finden. Es ist das gesamte menschliche Leben dargestellt, bis in den Vordergrund hinein, wo Sie einen pflügenden Bauern sehen und weitere, die bei der Rast sind. Also ein klassisches Beispiel der flämischen Malerei, der Landschaftskunst um 1620-30. Was macht das Bild so besonders? Besonders macht nun, dass Maarten Reickert in dieses flämische Bild seiner Zeit hinein eine antike Geschichte spielen lässt. Denn wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie unter der großen hellen Sonne links oben zwei Fliegende. Und das sind keine Vögel oder andere, sondern es sind zwei Menschen. Und die beiden werden Sie kennen, gehört werden Sie von ihnen schon haben, Daedalus und Ikarus, die beiden aus der antiken Mythologie, die etwa Ovid in seinen berühmten Metamorphosen um die Jahrzeitenwende vor 1600 Jahren gerechnet von Reickerts Zeit geschrieben hat. Und da geht es eben um Daedalus und Ikarus, die auf der Insel Kreta waren und dort das berühmte Labyrinth des Minotaurus gebaut haben. Daedalus war Architekt, aber der König Minos, der wollte nun die beiden nicht wieder von Kreta weglassen. Und man musste einen Weg finden, wie die beiden von dort wegkamen. Denn Minos hatte Angst, dass Daedalus das Geheimnis lüftet, wie man aus diesem Labyrinth, das er dort gebaut hat, wie man dort den Weg herausfinden kann. Da nun aber Minos den Landweg und auch den Seeweg natürlich beherrschte, kam Daedalus auf die Idee, Flügel zu bauen aus Federn, aus Wachs, aus einigen Holzlatten. Und diese hat er für seinen Sohn Ikarus und sich gebaut. Man fliegt dann los, nicht ohne, dass Daedalus noch gesagt hat, der Junge soll doch bitte aufpassen, nicht zu tief zu fliegen, weil er sonst von der Gischt des Meeres hinweg geschwemmt wird und nicht zu hoch, dass nicht die Sonne das Wachs dieser Flügel schmilzt. Der Junge hört natürlich nicht, Sie kennen die Geschichte und sehen es auch hier im Bild. Er kommt zu nah an die Sonne, das Wachs schmilzt und er stürzt nun in das Mittelmeer. Er stürzt ab in der Nähe einer Insel, die heute noch nach ihm benannt ist, Ikaria, eine griechische Insel, wo Daedalus dem Mythos nach seinen Sohn begraben hat. Auch das schon eine Idee übrigens, eine flämische Landschaft mit einem antiken Thema, Daedalus und Ikarus, das Pieter Bruegel der Ältere erdacht hat. Und Sie sehen, wie stark die Traditionen sind, die hier Maarten Reickert aufgreift, aber Sie sehen, wie wunderbar farbstark, wie wunderbar erzählfreudig er dieses Thema umsetzt. Um ein absolutes Meisterwerk der niederländischen Landschaftskunst handelt es sich bei dem großen Gemälde, das Sie hier in meinem Rücken sehen, diese wunderbare Mondscheinlandschaft von Albert Cuyp, die um 1645 entstanden ist. Und das Sensationelle ist, dieses Gemälde ist also etwa 15, 20 Jahre später entstanden als das Gemälde, was wir eben gesehen haben. Und es ist entstanden in Dordrecht. Und Dordrecht ist keine 80 Kilometer entfernt von Antwerpen, wo Maarten Reickert gemalt hat. Und Sie sehen, es liegen Welten zwischen diesen beiden Bildern. Es liegt aber auch eine Grenze dazwischen, denn Dordrecht gehörte nicht mehr zum Einflussbereich der katholischen südlichen Niederlande, sondern war eine der wichtigen großen Städte der unabhängigen Provinzen oder man muss richtiger sagen, der Provinzen, die um ihre Freiheit kämpften noch bis 1648. Und dort malten man ganz andere Landschaften in einer ganz calvinistisch-protestantisch bestimmten Gesellschaft. Und Albert Cuyp war einer der großen Maler der niederländischen Landschaft, denn das ist die Leistung der Holländer, wie wir aus deutscher Sicht ja immer sagen, der Niederländer, dass sie die Landschaft vor den Toren ihrer Stadt als etwas Besonderes empfunden haben und nun diese auch zum Bildgegenstand machen. Und man kann die Szene, die Cuyp hier malt, sogar örtlich festlegen. Es ist der Hafen am Rietsdijk in Dordrecht an der Merwede, also in einem der großen Mündungsarme des Rheins. Eine ganz klare Situation. Cuyp malt seine Heimatstadt. Aber er macht natürlich kein Stadtbild daraus, sondern er macht ein märchenhaftes Mondscheinlandschaftbild daraus. Anders als die Flamen, die in der Tradition von Pieter Bruegel die Weltlandschaften malen, malen die Holländer nun eine ganz andere Landschaft. Sie schauen wirklich in die Natur hinaus. Sie brauchen nicht mehr die Abfolge der Kulissen, der Farbperspektive. Hier öffnet sich das weite Wasser bis zum Horizont. Hier hat man wirklich das Gefühl, da hat jemand die Landschaft draußen gesehen, ohne dass er sie wirklich porträtiert hat. Er hat sie natürlich komponiert und er hat ein traumhaftes Bild daraus gemacht. Sie sehen eine Nachtstunde,
Einige Passanten sind da auf dem Pier und wollen Boote besteigen. Vielleicht sind das Fähren, die nach Amsterdam, nach Rotterdam weiterfahren. Es muss aber tiefe Nacht sein, denn Sie sehen den großen Vollmond wolkenverhangen, der hier die Szene erhellt. Und das ist die eigentliche Sensation des Bildes. Es ist ein Bild, das könnte man auch schon für ein Bild des 19. Jahrhunderts halten, wenn man nur flüchtig hinschaut und an Caspar David Friedrich oder die Romantiker denken. Und die sind von solchen Dingen natürlich ausgegangen. Aber Kolb malt dieses Bild eben zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Und die Sensation ist die Darstellung des Mondlichtes, wie es sich auf der leicht kabbeligen Wasserfläche fängt, wie es sich in den Segeln der großen Fähre wiederfindet und natürlich auch in der großen Mühle auf dem Mauerwerk. Hier haben wir also wirklich ein Bild, das Stimmung zeigt und das eine ganz neue Landschaftsauffassung bringt, die bis heute die niederländische Malerei zu einer ganz einzigartigen Kunst macht. Das Großartige ist, dass es zu unserem Bild hier in Köln ein Gegenstück gibt. Das befindet sich heute in der Bühle-Sammlung in der Schweiz, in Zürich. Dort haben wir ein Gegenstück, das wir vor einigen Jahren hier einmal neben dieses Bild hängen konnten. Und dieses ist nun kein Bild der Stille, kein Bild der Ruhe, wie wir es hier haben, sondern es zeigt wieder Dordrecht und ein großes Gewitter mit einem gewaltigen Blitzschlag, der nun über der Stadt stattfindet, sodass also Kolb zwei Pendants, zwei Gegenstücke gemacht hat, indem er die Gegensätzlichkeit von zwei Licht- und Wetterphänomenen zur Anschauung gebracht hat. Das ist etwas sehr Niederländisches und wir können uns in Köln hier glücklich schätzen, dass wir ein solches Hauptwerk der niederländischen Malerei hier unser eigen nennen.